Moin Leute, heute sind wir mal beim Siam Paragon in Bangkok und ich werde jetzt da mal ein bisschen herumlaufen und schauen, wie die aktuelle Situation hier ist. Es hat sehr viele Leute, jedoch habe ich bis jetzt nicht allzu viele Touristen gesehen, sehr viele Asiaten, aber ja, viel Spaß mit dem Video. Ich muss echt sagen, es ist sehr vieles ist hier moderner geworden, als ich es noch von vor Covid kenne. Ich habe auch langsam etwas das Gefühl, dass in Bangkok so der Kern der Stadt viel teurer wird und wie gesagt eben auch moderner. Ihr werdet es nachher noch sehen, wenn ich so Richtung BTS-Station laufe und auch immer mehr westliches Essen. Streetfood hier kannst du vergessen, also würde mich jetzt überraschen, wenn wir hier irgendwo noch Streetfood sehen. Und ja, wie gesagt, auch extrem wenige Touristen. Ich war vorher noch kurz in Siam, Paragon. Und, extrem viele Leute, die shoppen dort. So haben wir hier noch ein bisschen eine Werbeveranstaltung, alter Schwede. Erinnert mich etwas an die Bahnhofstraße in Zürich. Und auch extrem viele junge Leute. Was haben wir da? Auch noch schnell schauen. Also da ist jetzt, da geht es rüber. So eine Unterführung zum Siam Paragon. Ein paar kleine Läden hier. Das letzte Mal war ich in Bangkok unterwegs, so also im Bereich Pratunam. Dort sind die Kleider auch wesentlich günstiger als hier. Und wie ihr ja auch sehen könnt, wir haben zwar in Thailand keine allgemeine Mund-Nasen-Schutzpflicht mehr, aber ja, ich würde jetzt nicht mal mehr sagen, 90% der Leute hier tragen Mund-Nasen-Schutz, es sind 99,9%. Komme ich da noch weiter? Ah, da wird die Straße blockiert. Und da werden noch Torten gemacht. Ah, nicht schlecht. Okay, da wären wir, oder? Siam Center, ja genau. Here we go. Wir haben jetzt Nachmittag, wie immer viel Verkehr. Schön bunt, wie immer Bangkok, also vor allem die Autos und die Taxis. Aber auch hier, ich würde jetzt auch sagen 90% Asiaten, kaum Touristen. Nicht allzu viele. Ich werde mal schauen, dass ich noch auf den Vorplatz komme vom Siam Paragon. So richtig von Erholung kann man glaube ich noch nicht sprechen. Ne? Schauen. Ja, obwohl ich nicht so ein Fan bin von der ganzen Verwestlichung, muss ich aber zugeben, es gibt schon Bereiche, die schauen sehr modern und schön aus. Das gefällt mir zum Beispiel sehr gut hier, Skechers. Und ja, hier findet man auch sehr viele Luxusmarken. Da irgendwie so ein moderner Bereich, wo man da, ist das Kunst.
Hier kann man sich hinsetzen, okay. Oh, da sehe ich gerade einen Markt. Kleiner Markt. Wollen wir da mal schnell reinschauen? Ja. Sollen wir da schnell reinschauen? Ja, komm, lassen wir mal für heute. Gehen wir rüber zum Sion Paragon, das habe ich euch ja eigentlich versprochen. Ja, ein bisschen Musik da. Na, ganz dezent ein paar, ja gut, ist mehr Lotto. An jeder Ecke Lotto-Tickets. Ja, ein schönes thailändisches Tuk-Tuk da. Er hat die vorne, hat die da vorne jetzt ein T-Shirt gehabt von Kim Jong-un oder was? Tatsächlich. Tatsächlich hat die ein T-Shirt gehabt von vom Nordkoreaner. So, hier schnell die Straße überqueren. Das ist das Schöne hier. Für diejenigen, die zum Sion Paragon wollen, die haben ihre eigene BTS-Station. Kommen direkt vor die Hütte. Immer viel los hier. Wir werden jetzt da schnell von der Seite hochlaufen, damit man auch alles sehen kann. Ja, da hat es wieder ein bisschen mehr Touristen hier, sieht man schon die eine oder andere Person auch aus dem Westen. Ich habe mich heute hier auch noch mit Freunden getroffen und ist eigentlich noch eine Herausforderung gewesen, sich da zu verabreden. Ich meine, ja, kommt vielleicht auf dem Video eher so rüber, als wäre das da alles nicht so groß, aber wir haben sicher etwa 15 Minuten gebraucht mit Standort hin und her senden, bis wir uns gefunden haben. Das war schon lustig. Irgendwie beide das Gefühl gehabt, wir stehen 10 Meter nebeneinander, aber das hat ja noch so mehrere Level, vor allem da bei der BTS. Wenn du da nur schon bei der Location, du siehst den Punkt, aber der eine ist ein Level höher, du bist ein Level tiefer, dann stimmt natürlich der Punkt auf dem GPS zwar schon, aber halt beide auf einem unterschiedlichen Level. Ja, jetzt sind wir dann gleich da. Vielleicht gibt es noch eine Show oder so, ne, schaut nicht so aus. So, da haben wir es. Das ist so der berühmte Eingangsbereich vom Siam Paragon. Hier kommt man an mit der BTS. Und ich würde sagen, wenn ihr euch irgendwo treffen wollt, dann macht da zwischen Ausgang, BTS Station und Sion Paragon ab. Jetzt mal da vorne sieht man dann auch noch den Schriftzug. Ich glaube, das ist noch ein guter Anhaltspunkt hier, der Springbrunnen. Ja, da drin kann ich leider nicht filmen, aber ist sehr viel los hier. War heute auch noch schnell essen, Food Court, Preise doppelt bis dreifach so hoch als üblich, aber ist klar, natürlich auch, ah schau, da hat sogar noch ein Schild, Treffpunkt, da kann man sich auch treffen, aber die meisten sehen das wahrscheinlich nicht. So, Tara Siam Paragon. So, glaube ich, das bekannteste Shoppingcenter in Bangkok.
Ja, das war so ein kleines, kurzes Update vom Siam Paragon im Herzen von Bangkok. Wie gesagt, ich finde nach wie vor noch relativ wenig los, was Tourismus angeht, aber nichtsdestotrotz viele Leute unterwegs hier auch unter der Woche. Und ja, ist ein Ausflug wert, hat sich massivst modernisiert, finde ich. Und auch dementsprechend mit etwas höheren Preisen als sonst in Thailand muss man hier auf jeden Fall rechnen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Bangkok.